Hallo, hier ist Rolf von Tesla Owners US und ich habe was vor mit meinem Model X Lenkrad. Das hatte ich immer schon vor. Das ist übrigens in Vegan Leather, also in Kunstleder und nicht das richtige Leder. Alle Lenkräder sind normalerweise in richtigen Leder, aber ich hatte das extra vom Werk aus bestellt in Kunstleder. Das haben die dann auch gemacht, aber ohne die Lenkradheizung, aber die brauche ich hier in Arizona nicht, da ist warm genug. Und was ich damit vorhabe, kommt nach diesem Intro. Ja, was habe ich da vor? Und zwar, wie ich gesagt habe in der Intro, ist dieses Lenkrad in Kunstleder. Und das hat man mir nachträglich in Kunstleder gemacht, also in Vegan Leather. Und ich möchte mit diesem Steering Wheel, da die ganze Kombination hier im Auto schwarz-weiß ist, soll das Steering Wheel auch schwarz-weiß sein. Und zwar hier von der Naht bis zu der Naht in weiß und von der Naht bis zu dieser Naht in weiß. Und ich habe einen Sattler gefunden, also jemand, der mir dieses Steering Wheel bearbeitet. Und die Nähte werden natürlich dann hier in weiß und nicht in schwarz. Aber dafür musste ich dieses Lenkrad erstmal ausbauen. Und wie das geht, ist eigentlich relativ einfach. Das sind nämlich zwei Bolzen hier in Imbus. Und auf der Seite auch dieser Bolzen hier. Warte mal, ja, jetzt kann man es sehen. Und dann kann man den Airbag lösen, rausnehmen und auch von der Verkabelung abmachen. Und dann gebe ich ihm, lasse ich den Airbag hier drin. Und dann gebe ich ihm, da ist noch ein 10 mm Imbus-Kopf drin, hier auch. Die muss man ausschrauben. Vorher muss man natürlich das Lenkrad schön gerade stellen, damit man weiß, wie man das vorher gemacht hat. Und das werden wir machen und dann werden wir mal, ich hole mal das Werk zurück und dann geht's los. Ja, also das sind Verbesserungen, das hier sind Torx 27. Und zwar musste man das jetzt das Lenkrad etwas drehen, sonst kommt man da nicht dran, weil diese Schalterhebel in der Umgebung sind. Und dann die Schrauben komplett lösen. Ich habe natürlich auch einen Schraubenzieher hierfür mit einem Torx 27er Aufsatz. Und dann kann man hier den Airbag lösen. Vorsichtig. So, jetzt sind wir soweit und haben die Schrauben gelockert. Das sind, glaube ich, Torx 25 beim Model S. Ich werde das nochmal verifizieren, schreibe das da oben rein. Und dann fasst man das hier hinter an. Hier hinter, erstmal gerade ausrichten wieder. Hier hinter anfest und dann kann man den ganzen Einsatz ausnehmen, rausnehmen. Von hier Bein. Ein bisschen einklemmen mit den Beinen und dann zieht man das hier raus. So, und wenn ihr das hier raus habt, dann Vorsicht bei den Kabeln. Hier gibt es auf der rechten Seite einen gelben Stecker. Dann müsst ihr die beiden Zungen runterdrücken auf beiden Seiten, dann könnt ihr das rausziehen. Auf der linken Seite ein brauner, der rausziehen. Wenn das ein beheiztes Lenkrad ist, kann das natürlich noch sein, dass noch ein Anschluss ist. Das ist kein beheiztes Lenkrad, weil der Kunstleder drauf ist. Und dann kann man den Airbag hier zur Seite legen. Passt auf, das Ding ist teuer. Und jetzt kommt hier ein 10 mm Imbusschlüssel oder Imbus-Einsatz. Das ist ein 10 mm Imbus. Bolzen, der ist ziemlich fest hier. Einsetzen und ich hatte den schon vorher gelöst und dann drehen. Dann könnt ihr den Bolzen rausschrauben. Ja, jetzt fängt er sich an zu lösen. Da ist er. Und jetzt kann man das Lenkrad rausnehmen. So, nochmal aufpassen, dass das Ding auch gerade ist, weil das sind so keine Nuten, Einsätze, ein ganz feines Gewinde da drauf oder feine Nuten da drauf. Dann kann man das Ding rausnehmen und dann ist das Lenkrad draußen ausgebaut. Und so kann man das auch genau wieder einsetzen. Ja, also genau aufpassen, dass das genau hier passt.
dieses Teil. Ja, das war's schon. Und das kommt jetzt in zum Sattler. Und der wird das verändern. Und das zeige ich euch gleich. So, was ihr jetzt seht, ist, wir haben die Sachen in den Kofferraum reingemacht. Und hier ist, hoffentlich bekommt ihr schon eine Idee, ein weißer Sitz, eine weiße Sitzfläche und da ist das Lenkrad. Und jetzt wisst ihr mal, wo ich das Material herbekomme. Von einem Sitz, das muss nämlich genau das Originalmaterial sein. Ja, den Teil werde ich wieder für euch übersetzen. Das ist Chris von VIP Auto Interiors. Und das ist eigentlich der Expert in der Sattlerei. Hinten steht auch noch ein alter Porsche 911. Er konzentriert sich mehr so auf europäische Fahrzeuge und repariert die oder neu besattelt die. Und jetzt gehen wir mal kurz in seine Werkstatt rein. Da ist der Chris und der zeigt uns das Lenkrad. Und da ist das Prachtstück. Also der obere Teil, wie gesagt, weiß. Aber der obere Teil weiß und der untere Teil auch weiß, in dem gleichen Ultraleder. Schwarzen Teil musste er auch nochmal machen, er musste das nochmal abziehen und erneuern dazu. Und hier sehen wir, das komplette Lenkrad ist in diesem Vegan Leather, also Kunstleder. Und ich wollte eigentlich diese Naht mit einer schwarzen Naht machen. Also im selben Prinzip wie Yin und Yang, schwarz und weiß, weiß und schwarz. Oder das Schwarze in dem Weißen oder das Weiße in dem Schwarzen. Und das haben wir so rausgemacht. Dann gucken wir uns den Sitz an, wo das herkommen sollte. Leider hat der Sitz nicht gereicht von der Fläche, die wir brauchten dazu. Hätte ich eigentlich erstmal nicht gedacht, dass man so viel Material dafür braucht. Aber tatsächlich hat diese Sitzfläche von dem Wagen nicht gereicht. Ja, Chris ist da der Experte drinne und er macht wirklich eine gute Arbeit. Und an ihm bin ich eigentlich nur rangekommen durch Thomas. Und der Thomas ist ja der deutsche Detailer, der die Aufarbeitung von Fahrzeugen macht. Der hat mir den empfohlen. Chris hat auch schon von meinem Roadster mein Verdeck neu genäht und gibt da lebenslange Garantie drauf. Also das muss ich schon sagen, das ist top geworden. Jetzt gehen wir mal kurz rein an eine kleine Demonstration von dem, was er dort macht. Und zwar, er hat hier einen Sitz bekommen, den hat er mit seiner Säge abgesägt. Der war hier irgendwie angefressen vom Hund oder was auch immer. Und das ist ein älteres Fahrzeug, das er wieder instand setzt mit dem Sitz. Und was er dazu macht, er hat das abgesägt. Und das ist die Sitzfläche, die war auch noch angefressen oder kaputt gegangen. Das sieht so aus, dass ein Hund daran geknabbert hat. Und er wird diese Sitzfläche, er hat sich darum bemüht, wo er das Material herbekommt. Hat er auch geschafft, das Material zu bekommen. Und er wird diese Sitzfläche reparieren, die kleinen Einlasse da drinnen, dieses Orange da drinnen. Und hat das mit der Säge dort abgesägt, mit dieser Kunststoffsäge. Und dann wird er ganz einfach die Sitzfläche aufmachen, vielleicht auch doppellagig. Und mit der doppellagigen Fläche wird er dann das so einskulptieren, würde ich mal sagen. Also er wird dann richtig das verklebte Material dort abschleifen. Und dann wird ganz normal wieder der Sitz bezogen. Und ihr seht auch diese orangen Streifen da drinnen, das macht er auch mit Leder da drinnen. Also der Sitz wird dann praktisch wieder repariert und wie neu. Ja, das hat mich schon begeistert und er hat uns das mal kurz gezeigt. Können wir mal ein kleines bisschen von seiner Arbeit sehen, was er da so macht. Also er hat sich da spezialisiert auf europäische Fahrzeuge, macht aber auch andere. Ja, dann kommen wir nochmal zu Chris zurück und nochmal die Story, wie ich überhaupt gefunden habe. Seine Webseite ist nicht funktionsfähig gewesen heute, aber das macht nichts, das habe ich ihn nochmal darüber informiert. Er hat also wirklich einen kleinen Laden sich schön eingerichtet und hat sich wirklich spezialisiert auf Sachen, die schwierig sind. Und da sind einige Sachen, die ziemlich schwierig sind für europäischen Autos, alte Fahrzeuge, altes Leder zu finden oder das Material dazu zu finden.
Er hat auch eine riesen reichliche Auswahl an Material gehabt dazu. Fand ich auch gut. Und er ist wirklich da der große Handwerker, der sich mit allen Sachen auskennt. Er sollte meinen Sitz machen. Und wie ihr denn schon wisst, haben wir diesen Sitz, diese Sitzfläche dort rausgenommen. Da seht ihr auch nochmal die Sitzheizung, die da drunter eingebaut ist, in diesen kleiner Spirale. Diese Sitzfläche hat er dort ausgelöst. Und dann muss er das entgegenhalten zu dem ursprünglichen Material, was wir gebraucht haben, also was wir rausgenommen haben. Das war dieses schwarze Material. Und das haben wir nochmal gezeigt, aber es hat nicht gepasst. Er hätte für einen Teil gepasst, aber nicht für alles. So habe ich dann ein Yard, das heißt ungefähr so 90 Zentimeter, von dem Laufmeter, von dem Ultraleder kaufen müssen. Okay, dann habe ich noch was in Reserve, falls irgendwas mal am Sitz kaputt gehen sollte oder was ich brauche. Das habe ich noch bezahlt. Aber ansonsten hat er das top gemacht eigentlich. Also seine Webseite werde ich auch nochmal in der Beschreibung reinschreiben und seine Telefonnummer dazu. So ein Lenkrad würde circa um die $800 kosten, das zu machen. Nicht, dass es das Material so aufwendig ist, aber die ganz kleine Feinarbeit dazu, das doppelt zu vernähen und festzuzurren, das macht eben schon eine Menge Arbeit. Und ich bin eigentlich ganz gut begeistert von ihm und deshalb würde ich ihm das nicht vorstellen. Er spezialisiert sich auch auf Reparaturen, das finde ich gut, um das alte Material zu erhalten. Mit Tesla, wenn da irgendwas kaputt ist, der wird der ganze Sitz gleich ausgetauscht und die Sitze fliegen in den Müll. Die dürfen noch nicht mal an den Kunden jetzt wieder abgegeben werden. Die müssen echt vernichtet werden. Hier, er könnte dieselbe Reparaturarbeit machen für einen geringeren Teil der Kosten. Aber meistens kann der Kunde nicht warten. Da wird der ganze Sitz ausgetauscht und dann fliegt der andere Sitz in den Müll. Ich finde das nicht so gut. Ich finde eher gut, man muss, soweit man das noch hat, das versuchen, alles erhalten zu können. Er würde auch, wie er mir gesagt hat, viele Reparaturen vornehmen, wenn irgendwas mal ist, dass an dem Sitz irgendwo was verfärbt wurde, verdreckt wurde, ein Loch reingebissen oder der Hund eingebissen wurde. Er macht alle Reparaturen an den Sitzen und vernäht das genauso wieder mit demselben Material. Wie gesagt, für meinen Roadster hat er mir Lifetime Warranty gegeben. Also ich kann jedes Mal, wenn das Verdeck kaputt ist, wieder zu ihm zurückkommen und er würde mir das dann auch wieder reparieren. Und sowas suche ich. Lifetime Warranty, also lebenslange Garantie auf die Produkte. Er benutzt einen speziellen Faden dafür, der eigentlich nicht vergeht. Und das finden wir gut. Und wenn euch das gefallen hat, dann natürlich Daumen nach oben. Wir bringen immer noch mehr interessante Story, um euren Wagen zu customizen. Ja, dann wollen wir uns mal darum kümmern, dieses Lenkrad wieder einzusetzen. Und hier ist das Teil. Jetzt nochmal genau hervorgehoben. Das sind tatsächlich Torx 30. Ja, diese Teile hier, Torx 30. Und das Lenkrad direkt hier gerade aufsetzen, so wie wir es abgenommen haben. Und das Lenkrad aufgesetzt und jetzt diesen Bolzen hier rein, versenkt der Schraubkopf, 10 mm Allen Wrench hier in die Mitte eindrehen oder Imbus, 10 mm Imbus heißt das ja auf Deutsch. Und dann festziehen. Und dann kommt hier der Airbag mit der Hupe oben wieder drauf. Das ist einer von den Konnektoren, die wir nicht brauchen, weil das ist der für die Heizung am Lenkrad. Der dunkelrote, der kommt auf die linke Seite, der gelbe kommt auf die rechte Seite. Dann das Lenkrad hier wieder schön einsetzen. Da geht sogar die Hupe an. Also am besten geht das, indem man hier sind zwei Führungsstifte oder Gummis, die man von hier aus einsetzt und dann von nach unten runterdrückt.
So, und dann hält das ziemlich fest und dann braucht man nur sich darauf konzentrieren, dass man die Bolzen, die 30er Torque, von hinten wieder einschraubt. Und dann zeige ich euch nochmal, wie die Schrauben angesetzt sind. Und zwar hier drunter. Einmal auf der rechten Seite, da. Und einmal auf der linken Seite, hier. Die 30er Torx dann festschrauben und festziehen. Dann ist der Airbag hier angezurrt. Wunderbar. Und das reicht dann auch schon. Und dann ist das genau im Thema vom Auto, schwarz-weiß, Yin und Yang. Und zwar hier, ja, weiße, das weiße Thema, dann oben drüber schwarz. Und genau das Lenkrad ist genau so aufgebaut, oben weiß, unten weiß und schwarz in der Mitte. Ja, das war's vom Yin-Yang Lenkrad. Und wenn euch das gefallen hat, natürlich Kanal abonnieren. Wir haben noch mehr interessante Customized Projekte. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. I pressed to save.